Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ja, ich habe Magnezone und Macho mal drin gelassen, habe Meistergriff aber gegen Relaxo ausgetauscht. Vielleicht funktioniert das besser. Mal glubschen. Relaxo wird auf jeden Fall mein Safe-Switch sein. Gegen Uji. Er hat ein eigenes Relaxo. Interessant. Gehen wir hier auf Stromstoß. Ups. Ah, zwei Bubble verpasst. Ärgerlich. Und raus da. Genau. Gib mir den Kraftkoloss oder was auch immer. Perfekt. Ah ja, da kommt die Fee. So. Genau, Macho Mai will gegen dich nicht kämpfen. Kriegst noch einen Body Slam. So, dann fahre ich jetzt hier runter. Muss natürlich einmal schön. Ist ja klar, ne? Ja, Flammenwurf ist klar. So, wie mache ich das jetzt? So, ich muss ködern. So leid, wie mir das tut, ich muss aber jetzt ködern. Köder hat geklappt. Oh, das ist dieses Gyarados, das ist nervige. Ja, ich muss das so machen. Ja, das ist gut. Ich krieg einmal Energie. Ja, das war gut. Und einfach auf zweimal Stromstoß aufbauen. Okay, du köderst mit Body Slam. Happy Birthday. Natürlich. Aber nix da. Auch Spiegelsalbe reicht. Nix da. Ja, hätte ich mal nicht geködert. Ich hätte einfach auch direkt auf Stromstoß gehen sollen. Aber ich muss zugeben, ich hätte auch bei Relaxo nicht mehr die Energie im Überblick. Aber ich hätte eigentlich auch gerechnet, dass ja, wie soll ich sagen, Relaxo. Oh, ich überlege gerade, Leute. Das Relaxo und vielleicht Doppel-C ist, weil da Togekiss dann kam. Aber war ja dem nicht so. Also einen Kampf haben wir schon mal gewonnen mit dem Team. Das ist schon mal gut. Relaxo ist auch ein super Pokémon. Kann man nichts gegen sagen. Gerade in der Meisterliga entfaltet, sag ich mal, Relaxo seine Stärken. Aber wir gucken und gucken und gucken weiter. So, gegen den lieben Julius kämpfen wir. Oh nein, und ich gehe auf Relaxo. Nein, Missklick. Das war ein Missklick, Leute. Ich wollte doch auf mein Macho gehen.
Oh. Das war so doof von mir. Das war so doof. Ja, du kannst mich. Oh ne, du setzt ein. Das ist perfekt. Jetzt muss ich warten. Jetzt muss ich auf die Wechseluhr warten. Zack. Und keiner. Einmal werde ich schön. Einmal werde ich hier schön. Ja, perfekt. Das ist sehr perfekt. Jetzt kommt Togekiss rein. Und Stardevoir, das ist vorbei, Leute. Das ist verloren. Das ist definitiv hier verloren. So, dann mache ich hier zweimal Stromstoß eben. Es bringt halt absolut nichts, ne? Du setzt jetzt noch ein. Okay. Ja, aber das kriege ich eh nicht mehr. Achso, ihr habt schon 2 Tacken, okay. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Setze ich jetzt ein. Muss ich ja. Der Kampf ist hier wiederum verloren. Oh, das Problem ist, ich bin auch in meinen Relaxer gegangen, ne? Oh, immerhin schildest du mal. Immerhin kein Tuchschild für Lex. Ja. Noch ein bisschen angeben, dass du das Team hier besiegt hast. Ja, er wollte immerhin nicht den Two-Shit-Flex machen. Also man kann das jetzt von zwei Seiten aus sehen. Dass er jetzt quasi angeben wollte. Oder halt nicht mit 2 Schilden flexen wollte. Das könnte man beides so auffassen. Ich nehme das jetzt als positiv einfach hin. Ach Mann. Wo sind die ganzen Togekiss vorne auf einmal? Oh, da ist es. Als ob ich es gewusst hätte, ne? Wir gehen gleich hier auf Stromstoß. Aber keine halben Sachen. Ja, die Fee ist weg. Dann kommt hier der Steinhagel. Und du schildest, das ist perfekt. Ich werde hier nicht schilden. Weil den Nassschweif müsste ich gerade zu überleben, ne? No. Ja, du kriegst die Extra-Attacke, das ist auch vollkommen in Ordnung, sollst du auch kriegen. So, wir lassen die Wechseluhr etwas runterticken. Ja, die Attacke muss ich durchlassen. Ah, das wird jetzt. Ja, du wirst runterfahren. Das ist so das Problem. Schade, keine Angriffssenkung.
So, erst nicht schilden. Genau, das ist nämlich das Sandgrab. Na, ich denke nicht, dass ich das noch machen kann. Ah, okay, hier ein Schild. Vielleicht, wenn ich es zum Erdbeben schaffen würde. Ich denke nicht, dass ich es zum Erdbeben schaffe, ne? Schwierig. Oh, komm. Och, nee, das ist nicht dein Ernst. Ah, das Sandgrab wird nervig. Nee. Als ob er wusste, dass ich ein Erdbeben mache. Ja, das ist verloren. Das ist verloren. Ja, was wollte ich da machen? Er hat das Erdbeben natürlich perfekt abgefangen. Och, das ärgert mich gerade. Aber das hat er gut gespielt. Das hat er richtig gut gespielt. Als ob er wusste, dass ich Erdbeben habe. Ja, das Problem ist, mit meinem Sohn hatte ich auch keine Leben mehr. Das hätte ich so oder so verloren. Ich dachte, ich hätte auf Magne Sohn ein bisschen mehr Leben. Aber dem war nicht so. Dem war leider nicht so. Naja, so ist das. Immerhin ein Sieg. Okay, den einen Kampf. Ja, da. Ja, den einen Kampf, ne? Da wäre ich sonst schön. In Macho Mai gegangen, dann hätte ich vielleicht ja mit Stalobe wäre definitiv nicht rein gekommen. Dann wäre wahrscheinlich mit Togekiss gekommen, ne? Der tut auch ein Togekiss. Ja. Nee, das wäre so oder so verloren gewesen. Wäre ich mit Macho Mai rein. Ja. Ja, das wäre echt verloren gewesen. Ich hätte nur auf gegen Togekiss auf zwei Stromstöße dann aufbauen können. Hätte versucht, Togekiss runter zu farmen. Ja. Okay, für diese Momente habe ich Macho mal mit. Für diese Momente habe ich Macho mal mit. So, jetzt schnell einsetzen. Damit du schön mit Energie drauf gehst. Das wollen wir so. Nein, du schildest, okay. Dann schäle ich auch einmal. Ah ja, Schädelwurm habe ich mir gedacht. Danke. So, Donnerschlag. Schade, dass ich nicht aushole. Danke. So. Und hinten Stalobo? Oder so? Oh nein. Oh, ich muss auf zweimal Stromstoß aufbauen, ne?
Oh, bitte lass mich den überleben. Okay. Was war jetzt seine Mission hier nicht zu schön? Ja, okay, du hast eingesehen, dass du verloren hast. Okay. Warum sollte ich denn da auf Spiegelsalve gehen? Ich kann ja noch wechseln. Ja, da war es jetzt meine beste Option. Stromschuss, Togekiss ist weg. Oder Schild. Und dann hätte ich noch einen Stromschuss gehabt, wäre Togekiss auch weg gewesen. Sehr schön, noch ein Sieg. Und jetzt warten wir nochmal auf den Gegner. Ach, da ist er schon. Das freut mich immer, wenn wir hier Gegner finden. Und Togekiss Führung ist spitzenmäßig für mich. Lecks sind nicht spitzenmäßig. So. Relaxo haben wir noch in the bag. Genau, perfekt. Und der hat wahrscheinlich auch hier Schädelbumme. Deswegen setzt man hier einfach ein. Na, selbst wenn er zweimal Body Slam macht. Ich habe Angst vor der Schädelwumme. Okay, Schädelwumme reicht aus. Schädelwumme reicht aus. Okay, interessant. Wie mache ich das? Ich schlecke runter. Ich muss hier runterschlecken. Ja, muss ich durchlassen. Oh, hätte ich mal die Schädelwumme hier geschildert. Okay, das war doof von dir. Der Wechsel, den verstehe ich jetzt nicht. Mal, jetzt kann ich doch auf Stromschuss gehen. Das habe ich nicht verstanden. Okay, Garros, ja. Sehe ich. Okay, das ist für den Gegner verloren. Ich glaube, ich habe wieder zweimal Stromstoß. Ja. Und Tschüss, Garados. Magnezone hat gerade alle drei Pokémon platt gemacht. Krass. Ja, solche Teams sehe ich dann doch gerne. Ja, das war ein schönes 3 zu 2. Oh, ein Hisui-Beutoball. Oh. Oh. Jetzt? Ich hasse Lampine. Immer schwebt es zur Seite. Geht mir auf den Keks. So, jetzt bleib aber bitte drin, Lampi. Du bist kein legendäres Pokémon, also bleib auch gleich drinne. Perfekto. Wir kriegen ein paar Punkte dazu. Ja, und das war das auch das letzte Set für heute. Oh, Galafrunschlick. Krass. Und Hisui-Beutoball. Ja, wir sind mitten im neuen Event. Aber für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.